Das Blöde ist, wir haben jetzt einen E-Tank, wir haben aber nur noch ein Leben. Und wir können hier quasi instant down gehen, wenn wir in die Lava fallen. Das heißt, das ist nicht wirklich die beste Mixtur, die man haben kann. Also natürlich unsere Special-Waffen, die wir aufgesammelt haben, die refreshen sich natürlich, wenn wir ein Level entweder nicht schaffen, also wenn wir Game Over gehen, oder wenn wir eine neue Stage betreten, das ist ganz klar. Höp, okay, das war knapp. Damn it! Da sollte ich, glaube ich, ein bisschen warten mit meinen Sprüngen bei dem letzten. Ansonsten sind wir ja gerade ganz ordentlich durchgekommen. Frage ist, ob das nochmal der Fall sein wird. Ich hoffe. Ich hoffe stark. Hüp. Alright, delight. Haben wir? Nein, das war blöd von mir. Damn it! Jetzt haben wir unseren E-Tank nicht mehr. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber naja. Skill happens. Nur nicht bei mir aus irgendeinem unerfindlichen Grund. Naja. Egal. Game ist trotzdem awesome. Und ja, das Gute eben an dem Game ist ja auch, man kann dem Game überhaupt nichts... man kann nicht sagen, das Game ist zu schwer oder das war gerade unfair, die Stelle. Man kann hier wirklich nur seinem eigenen... Es liegt am eigenen Skill, wenn man hier scheitert. Das ist schon ganz klar. Hep. Hier kurz warten, den ausschalten. Okay. Ich hoffe nur, dass hier diese Wood-Blocks nicht kommen, weil das könnte mich ziemlich abtören. Na komm. Ja. Oh. Ich mag diese Dinger hier nicht. Okay, das haben wir. Immer aufpassen, denn wie gesagt, sobald ihr eben hier auf einer Ebene mit ihm seid, dann fängt er so an rumzuchargen, wie so ein Kerkertier. Ah ja, doch, das waren die Blocks, oder? Ja. Okay. Schauen wir mal. Okay, das ist relativ easy. Zu Beginn logischerweise. Dann hier und zack. Okay. Wird natürlich immer schwerer, je... Ah, nee, genau. Wir können hier sogar... cheaten ist... Wir können uns das Ganze erleichtern. Wir können quasi unsere Klo-Attacke einsetzen. Könnt ihr mal aufhören zu spawnen jetzt? Mein Gott! Was ist los mit euch hier? Holy Spit. Egal, nehmen wir Damage. Nur da! Na, Spit. Metal Blade brauchen wir hier. Da. Ah, Spit. Das war blöd, das aufzusammeln, denn wir brauchen es ja sowieso nicht momentan. Denn wir sehen es gerade, die Metals, die brauchen nicht wirklich viel an... Oh, an Energy. Komm, ja. Ja. Da war das Game gerade nochmal gnädig. Die Health brauchen wir nicht. Hier könnten wir übrigens den Crash-Bomber einsetzen, also hier an diesem Ding. Ah, dann machen wir einfach auch mal. Damit können wir uns das Ganze hier ein bisschen erleichtern auch. Komm! Jawohl. Vorbildlichst. Killt auch nochmal schön einen von den Kollegen. Was willst du mehr? Und ich dachte gerade schon, wir fliegen jetzt hier runter. Das wäre extrem cheap gewesen. Cheap. So, P-Shooter wieder raus. Ja. Geh doch weiter, mein Gott. Noch nie was von rechts vor links gehört. Genau, jetzt könnten wir quasi jetzt hier, ne? Wir könnten, aber wir können es uns auch leicht machen. Wir holen uns nicht das, sondern wir holen uns das hier, den Chat, und fliegen einfach mal rüber. Einfach rüber da. Wir können nicht angreifen in diesem Moment, was ein bisschen blöd ist, aber... Somit erleichtern wir uns das Ganze auf jeden Fall Gentleman-Style. So, P-Shooter wieder raus. Und weiter geht's. Nee! Ja, damit. Weiter. Ich will noch sehen, was er eventuell droppen kann. Vielleicht ein bisschen health. Das wäre gerade gar nicht mal verkehrt. Naja, immerhin. Er hat es wörtlich genommen mit ein bisschen. Hätte aber auch ein bisschen gebefreudiger sein können. So, Heatman. Wir sind ein bisschen angeschlagen. Wir haben allerdings volle Leben, genau. Volle Leben ist auch geil. Na komm. Wer nicht wagt, der nicht versucht. Was dasselbe ist. Und deswegen versuchen wir es einfach direkt mal. Ihn hier mal schön zu malträtieren. Ja doch, das macht guten Schaden. Hier ist er gerade invincible, wenn er in diesem Flame-Modus ist. Er ist schon ein kleines Kitty. Am Rumflame die ganze Zeit. Yes! Aber nullo problemo.
Und das wären quasi jetzt alle Bosse in Mega Man 2. Ich nehme eine Stunde. Das ist krass, ich nehme gerade eine Stunde auf. Das fühlt sich hier ohne Scheiß an wie 20 Minuten oder so. Ich dachte gerade, mein Gott, das ist ganz schön schnell, aber das ist schon eine Stunde, das ist krass. Ah, Mega Man 2 ist schon eine Wohltat, definitiv. So. Atomic Fire! Haben wir dafür bekommen. Und jetzt geht's natürlich ran an Dr. Wily. Message from Dr. Light. Dass das mal kein D-Light ist. Item 1. Completed. Get your weapons ready. Ja, ich weiß. Kann man auch nicht skippen, leider. Das ist, wie gesagt, so das einzige, in Anführungsstrichen, Problem in Mega Man 2, aber damit kommt, glaube ich, jeder klar. Das Game an sich ist dafür natürlich großartig. So. Password kann man, also falls ihr gerade hier Bock habt, auch mitzumachen, natürlich Password. Hier haben wir es. Mhm. Und weiter geht's. Wily! Na komm, mach die ab hier in deinem kleinen UFO. Wir haben genug gesehen. Vielleicht wirst du um Gnade flehen. Und übrigens, die Wily Stage Team hier aus Mega Man 2. Sorry, ich hab grad ein bisschen Hunger bekommen. Ist natürlich legendär. Geht sofort ins Ohr. Ist großartig. Oh yeah! Oh, es ist so herrlich. Ohne Scheiß. Vielleicht die beste NES-Musik, die ich jemals gehört habe. Also dieses Stück hier, das ist so geil. Love it. So. Mit Nummer 1 kommen wir natürlich hier hoch. Ach stimmt, Item 1 war es, mit dem wir hier so mehrere Plattformen machen können. Schattimmt. Stimmt, der Weg hierhin ist ein bisschen ekelhaft, aber... Oh, und wir können die Dinger doch zerstören, sehe ich gerade. Okay. Das eröffnet ja ganz neue Dimensionen für mich auf einmal. Aber lass mal sehen, was an Item 3 ist. Ah, okay, ja. Weil das war ja das, was ich bisher ganz schön geweigert hat, hier zu kooperieren in diesem Game. Aber okay, so langsam habe ich es raus. Das zweite Mal, dass ich das Game jetzt hier zocke, wie gesagt. Okay, Item 3 sollten wir aufladen. Oh ja, ich weiß schon, was jetzt hier kommt. Da brauche ich definitiv meinen Walkthrough gleich. Nee, okay, nicht übertreiben jetzt hier. Nicht noch extra Schaden nehmen, die wir nicht nehmen müssen. Item 3 füllen wir erstmal auf. Bin mir gerade unsicher, ob wir was brauchen, aber ist besser, dass man das mal auffüllt, denn man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Ah, ich dachte, das reicht. Okay, das war wieder Glückssache, das Denken bei mir. Hier war, glaube ich, nochmal genau so ein Kollege. Können wir aber wollen. Jetzt, da habe ich übrigens das erste Mal tatsächlich wirklich gehangen an dieser Passage jetzt hier. Und es gibt hier einen Trick. Wir müssen jetzt drei Plattformen machen, denn mehr als drei geht nicht auf einem Screen. Wir müssen hier ganz an die Ecke. Ganz an die Ecke gehen, sodass wir nicht runterfallen. Also das war gerade das, was nicht passieren sollte. Und dann geht ihr jedes Mal, wenn ihr eine Plattform platziert habt, das muss schnell gehen, da die Plattformen nach oben gehen. Schnell an die, ans maximale Ende dieser Plattform, nämlich so in etwa. Und dann wird es auch was. Hat beim ersten Mal ein bisschen gedauert, bis ich das hinbekommen habe, aber lief dann doch ganz gut. Die Kollegen kann man sehr gut vermeiden. Kontakt mit denen. Moment. Muss mal kurz nachschauen. Ich habe hier gerade den Boss nicht. Ah Gott, das ist ein super Guide. Moment, ich muss mal den anderen wieder rausholen hier. Denn wir fighten jetzt gleich gegen etwas ziemlich krasses. Und da muss ich jetzt eben nochmal kurz schauen. Wo ist er denn? Ah, da ist er. Okay. Und zwar brauchen wir entweder den Arm Cannon oder den Quick Boomerang. Also entweder die Standardwaffe oder eben diesen Quick Boomerang. Nehmen wir den einfach mal. Wir haben keine E-Tanks, ne? Nee.
Nicht so geil. Und jetzt müsst ihr alle eure Plattforming-Skills rausholen, die ihr habt und die ihr jemals gesammelt habt. Denn der Weg jetzt hier wird kein leichter sein. Das sind hier präzis getimte Sprünge und gleich hinter euch. Genau, deswegen muss man sich eben so beeilen. Mecha Dragon on the way. Jetzt müssen wir eigentlich gleich am Ende sein, genau. Ah! Oh Gott, Giant. Oh mein Gott, das war großartig, okay. Also sowas kann man nicht scripten. Oh, ich fand's gut. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich fand das gerade großartig. Dramatische Pause, runterfallen. Gut. Cut. Gleich nochmal das Ganze. Okay. Haben wir das auch schon mal geschafft. Also, die Sache ist, ihr müsst versuchen, diesen Mechanical Dragon oder Mecha Dragon ziemlich schnell zu killen, denn ihr seht ja, wir stehen nur auf einem Block und solange ihr nicht ganz links außen an diesem Block steht, knockt ihr euch mit einem Schuss eben runter. Deswegen schnelle Vorangehensweise ist hier gefragt. So. Machen wir unser Item 1 wieder raus. Und hepp. Und hepp. Und hepp. Und zack. Ja, okay. Genau das kann nämlich passieren, wenn man es nicht richtig macht. Haben wir das auch schon mal gesehen? Idealerweise wäre ich noch in den Kollegen reingeplumpst. Dann wäre es nochmal extrem perfekt gewesen, die Demonstration. Langsam, wir sehen es auch gerade, unsere Waffe nimmt langsam ab, aber wir können eben natürlich ohne Probleme grinden für... Also, dass wir die wieder auffüllen können. Das ist also kein Problem. Wir haben ja schon vorher die Kollegen mit dem Schild gesehen. 2 Stück sind da Maximum. Das heißt, die können wir natürlich killen, um eventuell das nochmal aufzufüllen. Der Vorteil jetzt wiederum, wir sind auf vollen Hitpoints. Lass mal die Range sehen. Ja, ist ganz okay, glaube ich. Sollte hoffentlich reichen. Okay, bitte nicht nochmal. Bitte jetzt Kill gegen Mecha Dragon von mir. Das Game ist zwar nicht Binding of Isaac, aber dann wäre ich dem Game schon ziemlich für Binding of Isaac. Ziemlich verbunden. Und das ist kein Drachenschrei, glaube ich. Okay. What the fuck? What the fuck? Giant! Jetzt reiß dich mal zusammen hier. Das ist ja nicht mehr schön. Habe ich noch genügend für Item Morden? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich muss grinden. Ich brauch das nicht. Schlimm. Wenn er mir jetzt nichts droppt, dann werde ich eine ganz kurze Pause machen, weil ich glaube, das will sich keiner antun. Ja, okay. Kleine Pause, dann sehen wir uns gleich wieder. Oder jetzt wieder quasi.